Haben eine Menge gemeinsam. Bei beiden geht es nicht ums Gewinnen und die schlechten Spieler wissen oft gar nicht, welche Art von Spiel sie überhaupt spielen. Ich bin tatsächlich Deutschlands bekanntester Poker-Experte. Das hört sich krass an, aber fairerweise muss man sagen, es gibt nur drei von uns. Also die Konkurrenzsituation ist überschaubar. Wer hat denn schon mal Poker gespielt? Sehr gut. Gegenprobe, wer hat noch nie Poker gespielt? Okay, und die Leute, die noch nie Poker gespielt haben, wer hat denn viel Geld dabei? Sie haben sich durch ihr Lachen, durch ihre Reaktion eine Frage intuitiv schon richtig beantwortet. Ist Poker nicht nur ein Glücksspiel? Nein, Poker ist kein Glücksspiel. Poker ist noch nicht einmal ein Kartenspiel. Ich meine, es sieht aus wie ein Kartenspiel, es sind offensichtlich Karten involviert. Aber mit den Karten passiert gar nichts. Da werden keine Stiche ausgespielt, die werden nicht gesammelt, zu Punkten addiert. Es gibt auch keine Karten, die Superkräfte haben, sowas wie Trümpfe oder Extrapunkte oder zwei Ziehen oder Aussetzen. Mit den Karten beim Poker passiert gar nichts. Die Karten werden nur entgegengenommen und bewertet. Und das eigentliche Spiel, das findet in dieser Bewertung statt. Da sitzen Leute am Tisch, die bewerten Situationen. Die investieren ihre Chips, die treffen Entscheidungen. Poker ist ein Spiel über Menschen und ihre Entscheidungen. Und alle Entscheidungen, ob am Pokertisch oder im echten Leben, haben die gleiche Struktur. Es gibt immer etwas zu gewinnen, einen Mehrwert, den wir erreichen wollen. Das ist beim Poker der Pot. Im echten Leben eher sowas wie Unternehmensprofit, mehr Zeit, mehr Komfort, bessere Gesundheit, Anerkennung, solche Sachen. Dafür müssen wir knappe Ressourcen einsetzen, etwas riskieren. Das sind beim Poker die Chips. Im echten Leben Ressourcen wie unser Arbeitseinsatz, unsere Zeit, unser Können, unser Wissen, unser Geld, unsere Reputation. Das Ganze unter Zeitdruck, unter finanziellem Druck und oft gegen mehr oder weniger kompetente Gegenspieler. Und jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, findet unter zwei Bedingungen statt. Unsicherheit und unvollständige Informationen. Unsicherheit heißt, wir können nicht in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht genau, was in 3 Tagen, in 3 Monaten, in 3 Jahren passieren wird. Unvollständige Information heißt, zum Entscheidungszeitpunkt wüssten wir gerne alles, tun wir aber nicht. Und Poker bildet diese beiden Bedingungen besser ab als jedes andere Spiel. Die Unsicherheit, die kommt durch die Karten ins Spiel. Dafür sind die hauptsächlich da. Ich weiß auch nicht, immer nach 20 Jahren Pokererfahrung weiß ich immer noch nicht, welche Karte als nächstes kommt. Ich kann leider nicht in die Zukunft gucken. Ich kann Szenarien planen, ich kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, aber ich weiß eben nicht genau, welche Karte als nächstes kommt. Und die unvollständige Information, die bringen meine Gegner mit. Meine Gegner werden mir nicht verraten, was sie für Karten haben, was sie damit vorhaben. Und sie werden mir ganz bestimmt nicht ihre Gesamtstrategie auf die Nase binden. Das heißt, Pokerspieler, Entscheider, Unternehmer, wir alle kämpfen immer gegen diese beiden großen Feinde. Gegen Unsicherheit und unvollständige Information. Und nur die guten Spieler verstehen, das sind auch gleichzeitig unsere besten Freunde. Wir brauchen Unsicherheit, sonst müssten wir gar nichts entscheiden. Ohne Unsicherheit gibt es gar nicht die Möglichkeit für eine profitable Investition. Ohne Unsicherheit gibt es keinen Markt. Ich meine, wenn wir eine Münze werfen, oder stylischer natürlich einen Pokerchip, und der fällt auf Kopf, und danach wetten wir auf Kopf oder Zahl, dann passiert da nichts. Wenn Sie trotzdem mal jemanden finden, der dann immer noch auf Zahl setzen möchte, dann müssen Sie schnell sein, weil die sind sehr selten und die sind sehr schnell pleite. Also die muss man erwischen. Das heißt, gute Spieler haben keine Angst vor Unsicherheit, haben keine Angst vor kalkulierbarem Risiko. Sie haben Konzepte und Strategien, um damit besser umzugehen. Was glauben Sie, womit ein professioneller Pokerspieler hauptsächlich sein Geld verdient? Indem er
nicht mitspielt. In 80% der Zeit bekomme ich meine Karten ausgeteilt, schaue sie mir an und wenn ich dran bin, werfe ich sie wieder weg. Man könnte sagen, ich habe 15 Jahre lang sehr gut davon gelebt, dass ich disziplinierter Karten wegwerfe als andere Leute. Und das stimmt. Denn eine der Hauptaufgaben eines guten Entscheiders, eines guten Investors ist es erstmal, die schlechten Situationen auszusortieren. Keine Ressourcen zu verschwenden. Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit, sagt, die wirklich erfolgreichen Menschen sagen zu fast allem Nein. Denn nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich einem bietet, ist auch eine gute Investition. Sonst würden wir ja auch alle auf die E-Mail vom afrikanischen Prinzen antworten. Das heißt, die Hauptaufgabe ist es erstmal, die schlechten Situationen auszusortieren und ein guter Spieler, ein gutes Unternehmen investiert nur in die Top 20%. In der Pokerfachsprache nennen wir dieses Konzept Tight Aggressive. Tight heißt eng, also nur 20%, und in die investiert man dann aggressiv. Das heißt übrigens nicht, dass man immer dann, wenn man investiert, nur in die Top 20% auch gewinnt. Da kommt dann schon noch der Zufall mit ins Spiel. Da streichen einem die Karten, manchmal machen die einem einen Strich durch die Rechnung. Das heißt auch nicht, dass man in den 80%, wo man nicht dabei ist, frei hat. In der Zeit, wo ich nicht mitspiele, da beobachte ich andere Menschen dabei, wie sie Entscheidungen treffen. Und ich möchte möglichst schnell rausfinden, warum sie ihre Entscheidungen so treffen, wie sie treffen. Hauptaufgabe eines Pokerspielers ist es immer, in den Kopf des Gegenübers reinzukommen und zu verstehen, wie der denkt. Also ich sag mal, wir sind mindestens auf Level 9 beim empathischen Zuhören. Helfend kann ich jetzt nicht garantieren. Das heißt, ich möchte verstehen, was ist die Motivation des anderen. Wir haben als Menschen immer die Tendenz, dass wir unsere eigenen Motivationen, unsere eigenen Gründe über andere drüber stülpen und dann denken, die müssten genauso agieren und reagieren, wie wir das tun in der gleichen Situation. Und das ist oft falsch. Und ich hatte das Glück, dass ich sehr früh am Anfang meiner Karriere so ein Aha-Erlebnis hatte. Da wusste ich noch gar nicht, dass da überhaupt eine Karriere raus wird. Ich habe 2003 Diplom gemacht, BWL, sowas ganz Exotisches, was in Deutschland kaum einer macht. In meinem Fall ein bisschen exotischer, weil eben an einer kleinen privaten Business-Uni, der WHU in der Nähe von Fallen da, oder in der Nähe von Koblenz in Fallen da. Und da bin ich 2003 fertig geworden und damals sind 80-90% meiner Kommilitonen entweder Unternehmensberater geworden oder Investmentbanker. Und da wusste ich, das war nichts für mich. Also nichts gegen die beiden Berufssparten, aber für mich war das nicht das Richtige. Und jetzt hatte ich ein Problem. Ich hatte keine Idee, mich selbstständig zu machen. Das war damals noch nicht ganz so en vogue wie jetzt. Und jetzt wusste ich nicht, was ich nach dem Studium machen sollte. Ich habe aber schon ein bisschen Poker gespielt, so neben dem Studium, 4-5 Jahre. Hatte schon irgendwie ein paar tausend Euro dadurch erwirtschaftet und habe gedacht, ja, cool, meine Lösung, ich mache erstmal Ferien. Nehme erstmal ein bisschen Zeit für mich. Und ich wollte durch Europa reisen und mir diese Reise möglichst lange durchs Pokerspielen finanzieren. Der Plan war, wenn ich pleite gehe, dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job. Der Plan ist komplett schiefgelaufen. Ich bin nicht pleite gegangen und wenn man so möchte, dauert die Reise heute immer noch an. Ja. Aber das wusste ich damals noch nicht. Also September 2003, erster Stopp Barcelona. Casino direkt am Strand, noch warm, perfekt. Und da war ich dann jeden Tag und habe Poker gespielt und so dreimal in der Woche war da ein älterer Spanier. Und der hat unfassbar schlecht Poker gespielt. Sie können sich nicht vorstellen, wie miserabel dieser Mensch Poker gespielt hat. Der hat Geld verbrannt. Und ich habe gedacht, was ein Idiot. Wie bescheuert muss man sein, um so schlecht zu spielen? Und habe ausgerechnet, wie viel der im Schnitt am Abend verliert. Der hat natürlich auch ab und zu mal gewonnen. Die Karten hat ihn das Deck einfach geküsst. Hat da so viel Glück gehabt, dass er auch mal mit Plus nach Hause gegangen ist. Aber im Schnitt hat der am Abend 500 Euro verloren. Dreimal in der Woche war der da, 6.000 Euro im Monat. Ich bin gerade mit dem Studium fertig und denke mir, wie bescheuert muss man sein, was für ein Vollidiot. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Stellt sich heraus, ist einer von Europas erfolgreichsten Neurochirurgen. Mehrere Kliniken, Hunderte, wenn nicht Tausende von Operationen. Jetzt muss man vielleicht Vollidiot schon überdenken. Dem ging es nicht ums Geld.
der war stinkreich. Der hatte seine Schäfchen im Trockenen. Der hat sich auch gerne mal eine Yacht gemietet und war dann irgendwo und hat Golfreisen gemacht. Und dem hat das einfach Spaß bereitet, da am Tisch zu sitzen mit den jungen Leuten, dieses Kartenspiel, der hat das wirklich als Kartenspiel betrachtet, als Kartenspiel zu spielen und ein bisschen Geld und das Volk zu verteilen. So. Das heißt, seine Motivation war Spaß. Seine Motivation war einfach ein feiner Abend. Dazu hat er einen Wein getrunken, der hat ungefähr gleich viel gekostet, wie er verloren hat. Er hatte eine feine Zeit. Und jetzt haben sich ein paar Sachen verändert bei mir. Erstens, ich wollte so werden wie der. Ich habe mir gedacht, der hat völlige finanzielle Freiheit, der kann machen, was er will und der macht das, was ihm Spaß macht. Super, da möchte ich hin. Zweitens, ich habe verstanden, warum er das so macht. Und konnte jetzt viel besser seine Aktionen antizipieren. Mir war das völlig klar, dass der ungerne wegschmeißt. Ja. Ich habe ihn auch viel mehr respektiert, weil für seine Motivation, für seinen Grund, da zu sitzen, war seine Strategie viel besser als meine. Ich wollte Geld verdienen, ich habe Tight Aggressive gespielt, Top 20%. Der hat sich gesagt, 20% sitze ich die ganze Zeit, dann sitze ich ja nur rum, spiele ich lieber 80%. Macht viel mehr Spaß. Wie so häufig im Leben kostet Spaß auch Geld. Aber das hatte er ja zu Genüge zur Verfügung. Also für ihn war das in Ordnung. Und jetzt konnte ich viel besser meine Strategie auf seine anpassen. Erste Anpassung, wichtigste Anpassung, den blöfft man einfach nie. Der schmeißt ja nicht weg. Der will immer bis zum Schluss wissen, was passiert. Ja? Will man den jetzt nicht blöffen. Und das Dritte, der hatte mit mir viel mehr Spaß. Weil ich fand ihn interessant. Ich habe mich auch wirklich mit ihm ein bisschen unterhalten. Mein Spanisch war nicht so gut, aber wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe mich für ihn interessiert, ich habe ihn respektiert. Das hat er natürlich auch gemerkt. Das heißt, er hatte mit mir mehr Spaß als mit den anderen, die immer noch geschimpft haben und gesagt haben, was für ein Vollidiot. Und da hat sich jetzt eine tolle Symbiose raus entwickelt. Ja? Der hat manchmal schon am Tisch gesessen, wenn ich reingekommen bin, dann hat er immer schon gewunken und gesagt, alle Mann, komm her, du bist lustig, setz dich zu mir. Dann haben wir mit dem Wein angestoßen, haben eine tolle Zeit gehabt und es war natürlich hochgradig profitabel für mich. Die Erkenntnis daraus, die gilt aber nicht nur im kompetitiven Umfeld wie Pokertisch, sondern auch im kooperativen Umfeld. Man möchte verstehen, wie die anderen Leute denken. Man möchte verstehen, was die Motivation der anderen ist. Ja. Es ist das eine, herauszufinden, dass die Mitarbeiter nicht motiviert sind. Viel spannender ist herauszufinden, warum sind sie gerade nicht motiviert. Es ist schön zu wissen, wie viele Kunden bei einem kaufen. Es ist wertvoll zu wissen, warum die Kunden bei einem kaufen. Das heißt, wenn man die Motivation erkennt und versteht, wie die anderen denken, ist man schon einen guten Schritt weiter. Wir nennen das in der Pokerfachsprache Leveldenken. Ja, ich möchte verstehen, auf welchem Level der andere über das Spiel nachdenkt. Level 1. Absolute Anfänger, die fangen ganz erst an, die denken nur über ihre eigenen Karten nach. Die gucken rein, sagen Dame 7, ist das gut, keine Ahnung, irgendwas gehört von Top 20%, weiß aber nicht. Ja, die denken nur über ihre eigenen Karten nach. Level 2, Fortgeschrittene, die wissen, was sie haben, die denken schon drüber nach, was hat denn der andere? Wenn mein Gegner jetzt setzt an der Stelle, was sagt mir das denn über seine Hand aus? Bei Profis, die gehen wieder einen Schritt weiter. Die denken drüber nach, was denkt denn mein Gegner, was ich habe. Und spätestens da hat das mit einem Kartenspiel auch nichts mehr zu tun. Wenn ich genau weiß, was mein Gegner denkt, dann sind die Karten irrelevant. Wenn ich weiß, mein Gegner denkt, ich habe eine gute Hand, dann wird er checken, ich setze was, er sagt, wusste ich's doch, der Heidmann hat eine gute Hand und schmeißt folgerichtig weg. Brauche ich dafür eine gute Hand? Nee. Ich muss nur wissen, was mein Gegner über mich denkt. Auf Weltklasse-Niveau wird es dann ein bisschen kompliziert. Da denkt man drüber nach, was denkt der Gegner, was ich denke, was er denkt, was ich denke, was er denkt, was ich habe. Das löst man lustigerweise oder interessanterweise über Mathematik, also über Spieltheorie. Das heißt, heutzutage auf Weltklasse-Niveau versuchen die besten Spieler, möglichst viele Nash-Gleichgewichte für alle Pokersituationen zu finden und dann spieltheoretisch optimal zu spielen. Und dann ist egal, was der andere macht, der liefert dann schon irgendwann das Geld ab. Das ist aber ziemlich kompliziert. Hohe Mathematik, muss man sehr viel rechnen und eben Spieltheorie. Das heißt, Poker ist ein Spiel über Menschen. Ein Spiel über Menschen und ihre Entscheidungen.
Und man kann Dutzende von Konzepten aus dem Poker direkt übertragen auf Entscheidungen unter Unsicherheit. Und alle dieser Konzepte haben ein Ziel: Entscheidungen zu verbessern. Denn guten Spielern, guten Unternehmen, guten Pokerspielern sind kurzfristige Resultate, Einzelresultate egal. Wir wissen, es geht nicht ums Gewinnen. Es geht nicht ums Einzelresultat. Es geht darum, seine Entscheidungen zu verbessern. In jedem Resultat, was wir beobachten, steckt eine ganze Menge Kausalität. Das sind die Entscheidungen, die dazu geführt haben. Und eine ganze Menge Zufall. Beim Poker sind das die Karten. Im echten Leben sind das Ereignisse, die wir nicht vorhersehen können. Sowas wie Trump oder Brexit. Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Sowas wie Trump oder Brexit. Eine ganze Menge random Shit. Und wenn wir Resultate bewerten und miteinander vergleichen, dann bewerten wir auch immer diesen Zufall mit, für den wir per Definition gar nichts können. Gute Unternehmer, gute Entscheider, gute Pokerspieler haben nur zwei Aufgaben. Wir möchten bessere Entscheidungen treffen als die Gegner und wir möchten bessere Entscheidungen treffen als letzten Monat. Wenn wir bessere Entscheidungen treffen als die Gegner, dann sind wir profitabel, häufen Gewinne an. Ja, bessere Entscheidungen als die Gegner, die Konkurrenz, der Markt. Wenn wir bessere Entscheidungen treffen als letzten Monat, dann entwickeln wir uns weiter, lernen ständig dazu, das macht eine Menge Spaß und wir sind kaum aufzuhalten. Resultate beschreiben nur die Vergangenheit. Entscheidungen prägen die Zukunft. Vielen Dank.